Yo Leute, was geht ab? Mein Name ist CZD und willkommen zurück zu ARK, Leute. Hier haben wir letztes Mal aufgehört an der Stelle und es wird langsam aber sicher dunkel. Wir haben 18.16 Uhr, so langsam wird es hier ein bisschen diesig und gefährlich. Wir haben so viel Zeug dabei, dass wir hier irgendwie gar nicht mehr richtig laufen können, weil es mittlerweile alles irgendwie so schwer geworden ist. Aber wir haben hier eine Storage Box zum Beispiel, Small Box to store goods in it. Ich würde sagen, das hört sich ganz gut an. Machen wir die mal, dann können wir nämlich das ganze Zeug mal irgendwie da reinpacken und dann können wir auch wieder schneller laufen. Ich könnte mir vorstellen, dass das Sinn macht, ich weiß es aber nicht. Mein Schnupfenproblem von letzter Folge ist, glaube ich, immer noch nicht irgendwie gelöst. Da habe ich immer noch irgendwie Probleme. Müssen wir jetzt einfach mal mit leben. Ich habe hier auch, mittlerweile ist mein Inventory auch einfach übertrieben voll, ne? Ah, okay, ich kann auf jeden Fall noch scrollen, aber auf jeden Fall nicht mehr richtig laufen. Das ist nicht so gut, ne? Wir wollen ja noch richtig laufen können, wenn hier ein heftiger Raptor von der Seite kommt. So, die Storage Box packen wir wohl, als ob ich das jetzt so... So, ich packe die am besten da rein. So, dass ich aber trotzdem noch ein bisschen Platz habe. Als ob ich jetzt mein Feuer so gestellt habe, dass ich da nicht richtig mehr reinkomme. Als ob. Nein! Egal, ich stell's da hinten so in die Ecke. Ich weiß auch gar nicht, ob es Sinn macht, das überhaupt reinzustellen. So, da ist sie. Das Feuer steht echt richtig dumm. Egal, wir kriegen es auch so hin. So, E können wir gedrückt halten, die Mauli Set Pin Code. Okay, da können wir einen Pin Code. Macht bei uns jetzt nicht so viel Sinn, weil wir ja offline spielen, aber wenn man online spielt, macht das wirklich Sinn, da einen Pin Code reinzupacken. Und jetzt packen wir mal das ganze Zeug, die Narco Berries, 12 Stück, wird mich mal interessieren, ob die schlecht werden, wahrscheinlich schon. Narco Berry Seed, ah, da können wir sogar eigene Narco Berries irgendwie pflanzen. Weed, Thatch, Height. Das können wir alles hier reinpacken. Wie viel, Moment mal, wenn ich jetzt hier alles reinpacke, wie viel brauchen wir denn eigentlich nochmal, um dann den Schlafsack zu machen? Wir brauchen 25 Hide und 15 Fiber. Die Haut können wir uns eigentlich noch holen, oder? Schaffen wir das? Wenn wir jetzt ein bisschen Gas geben, uns noch ein bisschen Haut zu holen. Das wäre natürlich der Wahnsinn, wenn wir das schaffen würden. So, das Tor brauche ich so oder so nicht. Das packen wir alles mal in unsere Kiste rein. Passt das nicht in die Kiste? Irgendwie passt es nicht in die Kiste. Okay, was mit den Berries? Hä? Nur das Tor passt nicht rein, weil es zu groß ist, oder wie? Okay. Lassen wir das einfach mal und gehen auf die Suche, ob wir es noch irgendwie schaffen. Und da haue ich mir noch ein Stück Fleisch rein. Noch ein bisschen Haut zu bekommen. Ein Stück Fleisch reingehauen und direkt wieder ordentlich hier was hingelegt. Perfekt, das nehme ich mit. Ist voll diesig hier gerade, ne? Boah, ist das heftig. Man sieht ja echt fast gar nichts. Aber hier war eben ein Raptor. Und auf den habe ich es gerade ein bisschen abgesehen. Da ist er. Der könnte Haut geben. Hallo? Oh shit. Oh shit. Boah, ich dachte gerade, wir kriegen echt Probleme, weil unser Speer kaputt gegangen ist. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht noch einer hinterher. Wenn ich Haut brauche, dann muss ich eher die Axt nehmen, dann bekomme ich mehr Haut. So, 6 Hide habe ich jetzt bekommen. Der Kollege ist tot. Unser Leben hoffentlich füllt sich wieder... Alter, der hört sich gefährlich an. Füllt sich hoffentlich nach und nach wieder auf. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Hunger geht auch langsam voll. Gucken, ob jetzt hier noch irgendwie was ist. Man könnte natürlich auch im Wasser suchen, ob man nicht irgendwie Fische findet oder so. Aber bevor da so ein riesiger Hai ankommt oder so. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich mir vielleicht eher noch Klamotten machen soll. Ein bisschen Angst hier. Habe ich schon, dass gleich so ein Riesenvieh um die Ecke kommt. Boah, Alter, ist das hell. Ich habe schon übrigens dieses Blur, habe ich schon ausgemacht in den Einstellungen. Weil das immer, finde ich, ein bisschen übertrieben wirkt. Hier Motion Blur habe ich jetzt mal ausgemacht. Und wenn ich zur Seite gucke, dann verschwimmt das immer. Das war eigentlich standardmäßig eingestellt, finde ich aber ehrlich gesagt nicht so cool. Mit so einem Riesen kann ich mich ja nicht irgendwie, kann ich mich ja nicht anlegen. Oh Mann, jetzt ist hier nichts. Jetzt ist hier nichts. Vielleicht muss ich doch ein bisschen mehr reingehen. Falls so warm. Es ist gerade zu kalt. Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen mehr joggen. Ich habe Angst. Oh Gott. Die sind so groß. Vor allen Dingen habe ich jetzt gar keine Waffe. Jetzt auf Jagd zu gehen ist eigentlich ein bisschen dumm, ne? Wir müssen uns am besten wieder einen Speer machen. Ihr macht ja nichts, ne? Ihr seid ja lieb. Ich hole mir hier nur ein bisschen. Bisschen von dem Fiber. So. Fehlt mir noch was für den Speer? Wahrscheinlich fehlt mir Holz oder so. Fiber haben wir. Wood und Flint fehlt. Perfekt. Das haben wir natürlich alles jetzt abgelegt. Aber das kriegen wir auf die Reihe. Das kriegen wir auf die Reihe. Bisschen Flint. So viel ist das ja auch gar nicht. Bisschen Wood. Alter, wie das Zeug immer durch die Gegend fliegt, ne? Das ist richtig übertrieben einfach. So. Zack.
Jetzt ist zwar unsere Axt kaputt, aber die können wir auch direkt neu machen. Und wir haben auch wieder ein Speer. Ich glaube, Speere kann man sogar stacken. Also wenn wir jetzt genug hätten, können wir uns sogar direkt noch ein Speer machen. Aber da brauchen wir da Wood und Fiber für. Das lassen wir jetzt einfach erstmal. Vor allen Dingen wird es auch gerade wieder dunkel und ich wollte eigentlich genug Haut sammeln. Um mir noch so ein Bag zu machen. Wie viel Haut haben wir? So ein Sleeping Bag. Hide. Wir haben sogar fast genug Hide. Wir brauchen nur noch ein bisschen Fiber. Der ist ja lieb. Du bist lieb. Du bist lieb. Mann, das ist immer so nervig, dass man hier unbedingt immer die Waffe aus der Hand nehmen muss. Boah, alter Falter. Da hat aber einer ordentlich Schluck auf. Ja, genau. Ich glaube, wir haben echt schon genug Fiber. Wenn wir jetzt noch ganz schnell Haut bekommen würden, dann wäre das der Wahnsinn, Leute. Dann wäre das der Wahnsinn. Ich schau mal gerade nach. Wir brauchen noch ein bisschen Haut. Und meiner läuft gerade aus irgendeinem Grund nicht mehr. Die Haut müssen wir uns holen jetzt. So, noch gekochtes Fleisch gerade gegönnt. Das wird ja so oder so schlecht, glaube ich. Ah, da ist schon wieder ein Fleisch schlecht geworden. Da haben wir schon wieder ein Fleisch verloren. Das war natürlich echt Verschwendung. Ich gehe jetzt in die Richtung hier. Ich hoffe, dass hier in der Richtung mehr los ist. Wir brauchen unbedingt diesen Bag. Das wäre der Wahnsinn. Jetzt, bevor es noch dunkel wird. Wie viel haben wir? 21.18 Uhr. Oh, das ist nur eine Frage der Zeit, bis es jetzt gleich dunkel wird. Wo ist denn hier was? Hier ist aber auch weit und breit nichts. Boah, außer Lex. Oh Mann, Leute. Wo seid ihr? Happy, happy. Ich will dich essen. Gib mir zu essen. Da ist er. Der kommt sogar her. Boah, der ist stark, glaube ich. Nein, der killt uns, oder? Der killt uns. Shit. Aber jetzt können wir den Test machen. Spawn, random location. Ich habe Angst. Ich gucke auf die Map. Und wir sind eigentlich richtig. Wir sind echt richtig. Ich weiß zwar gerade nicht ganz genau, wo wir uns befinden. Mann, das ist aber auch hell hier. Aber das müsste doch da vorne sein, oder? Da vorne müsste eigentlich unser Haus sein. Ich glaube, wir sind nicht allzu weit weg. Und jetzt wird es auf einmal schlagartig dunkel. Okay, da hinten ist unser Haus. Wir könnten jetzt wieder dahin laufen und unser Zeug holen, was wir da hatten. Aber wir haben natürlich auch ein bisschen was in der Kiste gespawnt. Ja, wer ahnt das denn, dass der so stark ist? Der war natürlich ein bisschen größer als andere Raptoren, glaube ich, ne? Ich habe ehrlich gesagt, ich dachte, ich könnte das irgendwie schaffen. Vielleicht ist es auch sinnvoller, irgendwie mit dem Speer den Speer auf den zu werfen. So, jetzt können wir nochmal genau schauen, wo wir sind. Da unten auf der Ecke. Vielleicht ist es sinnvoll, den Speer direkt auf den zu klatschen. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt gar nicht, was man hier in so einer Nacht macht. Bleibt man nachts jetzt einfach hier so und passt auf? Aber das wäre ja dann sau langweilig, weil die Zeit vergeht ja sau langsam. Ich habe das so schlecht dahingelegt, ne? Das ist der Wahnsinn. Ich komme nicht mal rein. Kann man das so schlecht dahinlegen? Oder ich muss mir eine Taktik ausdenken. Also habe ich es geschafft. Ah, hier wäre ein bisschen Zeug. Aber damit kann ich ehrlich gesagt ja echt nicht viel anfangen. Ein bisschen Wood. Ein bisschen Stone. Wenn ich das hier reinpacke, dann könnte ich mir zumindest wieder, glaube ich... Ne, kann ich mir nicht mehr. Ich kann mir gar nichts davon machen. Ach, Thatch fehlt mir noch. Jetzt können wir noch reinpacken. Vielleicht eben. Hierfür brauchen wir noch Flint und Fiber. Das haben wir hier gar nicht drin. Ich könnte mir halt wenigstens hier noch eine Pickaxe machen eben. Ich glaube, das ist nicht unbedingt schlecht. Und dann ist die Frage, ob man dann direkt wieder zurückläuft und sein Zeug holt, auch wenn Nacht ist. Aber ich kann ja nicht hier so drin bleiben und die ganze Nacht warten. Das geht ja auch nicht. Ach, ich habe jetzt noch nicht mal mehr irgendwas zu essen mit. Shit. Shit, Leute. Wir holen uns das jetzt einfach wieder. Ich meine, wer war das ja, ne? Wer war das schon? Der kann ja nichts. Außerdem ist er ja voll geschädigt jetzt. Wir haben den ja schon ein bisschen im Gesicht rumgepult mit dem Zahnstocher da. Ich glaube, wenn er jetzt wieder da ist, dann hau ich einfach wieder auf dem rum. Aber dann werden wir locker wieder sterben. Wir haben ja jetzt echt... kann doch nicht mal eine richtige Waffe. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt aussieht hier mit der Tasche. Ob wir die wiederfinden? Das sieht nach unserer Tasche aus, oder? Nee, das sind nur Steine. Hier ist dann wahrscheinlich irgendwo unsere Tasche. Boah, Alter!
Jetzt haut er ab. War das irgendwie jetzt gerade Buggy? Ich dachte, der haut ab und hat deswegen kein Leben mehr. Das ist ja bei den Dodos so. Wenn die kein Leben mehr haben, dann hauen die langsam ab. Und dann läuft man denen so ein bisschen hinterher. Das war jetzt hier leider nicht der Fall. Boah, stressig, aber wir starten immer an der gleichen Stelle. Oh, das ist nachts natürlich super ekelhaft. Das ist echt super scheiße. Da macht es wahrscheinlich echt Sinn, wieder sich neues Zeug zu grabbeln und so. Aber... ein Dodo. Aber das ist dann... boah, das ist natürlich dann super aufwendig, wenn wir dann jedes Mal irgendwie das ganze Zeug wieder fertig machen müssen hier. Um dann da wieder hinzukommen oder zu warten, bis wieder Nacht wird und so. Ey, das ist ja echt... ist ja echt wie im echten Leben. Wenn man dann stirbt, dass man dann voll viel wieder machen muss, damit man wieder lebt. Das ist echt stressig. Das ist echt stressig. Versuch mal, alles wieder wegzunehmen. Man darf halt wirklich, man muss wirklich alles in diesem Spiel geben, um nicht zu sterben. Ich merke das schon. Ich darf wirklich jetzt nur irgendwelche Raptoren oder so angreifen, wenn ich wirklich safe gehen kann, dass ich es auch gegen dich schaffe. Ich habe echt gar keinen Bock, in diesem Spiel zu verlieren. Und schon gar nicht, also zu sterben, und schon gar nicht um solche Uhrzeiten hier. Das ist echt sowas von ekelhaft stressig. So, eine Pickaxe können wir uns wieder schnell machen. Jedes Mal wieder das Gleiche. Boah, gefährliche Geräusche. Und dann holen wir uns ganz schnell wieder ein bisschen Thatch, ein bisschen Wood, ein bisschen Fiber. Das ganze Standardzeug. Das ist aber echt krass. Ich wüsste mal gerne, ob es da irgendwie Tricks gibt, ne? Der eigentliche Trick ist wahrscheinlich sowieso erstmal, wie gesagt, hier den Bag zu haben. Dass man da direkt wieder im richtigen Spawn respawnt. Wobei man ja ehrlich sagen muss, ich bin ja hier nicht weit von weg. So, erstmal wieder gekackt. Ich bin ja nicht ehrlich, ich bin ja nicht so weit von weg. So, den großen Unterschied macht es dann auch nicht. Und habe ich jetzt, hinten sind ja dann wahrscheinlich dann zwei Taschen. Vor allem die Tasche zu finden, nachts. Man sieht gar nichts. Ihr könnt auch ein bisschen mehr sehen als ich. Ich sehe hier nichts. Boah, ich muss an eine hellere Stelle gehen. Ich glaube, ich brauche einfach erstmal auch eine Rüstung. Boah, ich sehe hier überhaupt nichts. Das ist der Wahnsinn. So, ich orientiere mich mal ein bisschen hier dran. Hier ist noch unsere Bude wieder. Hier kriegen wir das gewohnte Zeug. So, ich crafte mir gerade eine Axt, um schneller Holz zu bekommen. Boah, Junge, wie oft muss man denn kacken? Ganz ehrlich, man kann die Uhrzeit ja sehen. Wie oft kackt er denn? Und vor allem mit was für einem Geräusch? Kann er nicht mal ganz normal? Ne? Wisst ihr, was ich meine? Eine Fackel wäre nicht schlecht, ne? Aber die Fackel... mit Fackeln kann man ganz gut eigentlich... ah, da mache ich mir gerade eine. Auf! Was hat gerade für ein Geräusch gemacht? Ist ihm kalt? Ist ihm gerade ein bisschen kalt. Oh, und Hunger haben wir auch. Aber wir haben Raw Meat. Und wir haben... Thatch. Und da können wir uns jetzt schnell was zu essen machen. So, kalt ist uns jetzt schon mal nicht mehr. Und wenn wir jetzt da noch ein bisschen was futtern können, dann geht es uns doch auch direkt besser. Ich hoffe, ich verbrenne nicht. Jetzt ist auf einmal wieder direkt kalt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Die Narco-Berries. Ich pack die mal rein. Ich pack mal ein Ding Narco-Berries rein und dann gucke ich mal. Spoils in. Stimmt. Dann sind die einfach weg. Wie soll man denn so schnell 100 von diesen Narco-Berries sammeln, um dann so einen zu zähmen? Das verstehe ich gar nicht. Ey, wie soll man denn so viel zusammenbekommen? Das ist ja irgendwie viel zu krass. Wenn man 100 Stück tatsächlich braucht. Vielleicht braucht man aber auch für andere, kleinere Dinos vielleicht doch gar nicht so viel, um die zu zähmen. Vielleicht ist 100 da ein bisschen übertrieben. Das weiß ich nicht so genau. So, hier haben wir noch andere Bären, die uns als Übergang gerade noch ein bisschen reinhauen können. Komm ich nicht hier? Ne, komm nicht von außen direkt hier dran. Campfire put out? Ne, ne. Wir wollen wieder schauen. Immer noch Raw Meat, ein bisschen Cooked Meat haben wir auch. So, immerhin haben wir eine gewisse Grundbasis jetzt. Wir können vernünftig was essen, dann packen wir noch ein paar Bären hinterher. Dann haben wir noch ein richtig stimmiges Essen hier. Und dann gehen wir jetzt auch wieder in den Wald. Und suchen nach Fiber. Wobei wir echt keine krass weite Sichtweite haben, ne? Viel sieht man hier an den Stellen ja nicht wirklich. Mann, ich will mal so ein richtig dickes Haus bauen. Das wäre krass. Wenn man mittendrin wirklich so eine richtig heftige Basis aufgebaut hätte. Das fände ich geil, oh. Dass man einfach irgendwann mal so eine Grundbasis hat. Momentan
ist man halt hier krass am Anfang und muss extrem viel Schiss haben, dass man irgendwie die ganze Zeit getötet wird. Ich glaube echt, dass es bei dem Spiel echt so ein bisschen darauf ankommt, hier überhaupt einen richtigen Anfang mal zu finden. Und das, glaube ich, gar nicht einfach ist. Man kommt so schwer an die Sachen wieder dran. Vor allen Dingen, weil man ja in der Regel da stirbt, wo dann halt auch irgendwie so ein Vieh gerade in der Nähe war. Oh. Und man muss, glaube ich, einfach viel, viel vorsichtiger sein. Man kann hier aber halt echt nicht weit gucken. Eigentlich dachte ich, man müsste ins Wasser flüchten. Ich muss auch, wenn ich ins Wasser gehe, alles aus der Hand nehmen. Ich glaube, dann kann ich auch schneller schwimmen. So. Hier kriegen wir nur viele Berries raus. Boah, ich habe die ganze Zeit jetzt echt Angst. Ich glaube, ich muss jetzt hier echt so überall lauern gefahren. Muss überall die ganze Zeit Ausschau halten. Boah, wie cool das einfach aussieht da hinten. Wie cool das einfach aussieht. Ob das auch reicht, einfach immer hier so hinzugehen und sich dann kurz dran aufzuwärmen? So, ist gerade... Oh, hab ich mich gerade wieder erschrocken. Es ist nur die Torch kaputt gegangen. Und ich dachte, meine Welt ist komplett zerstört. So, ein Oberteil können wir uns machen. Optimal. Boah, man braucht so viel von den Fasern, damit man sich Zeug machen kann. Wir brauchen jetzt wieder unendlich viel Fasern, damit wir irgendwann eine Hose haben. Können wir uns eine Torch machen? Ne, können wir uns wieder nicht mehr. Nein! Dafür brauchen wir aber nur ein bisschen Flint. Okay, das kriegen wir hin. Wir haben noch unsere Pickaxe. Auch wenn ich nichts sehe. Ich schau mal gerade hier bei euch. Kann ich hier einfach gegenkloppen? Nee. Das funktioniert dann nicht. Da muss ich dann wirklich mir ein Feld suchen. So. Flintstone. Die Flintstones. Die kennst du nicht. Und jetzt kann ich mir eine Torch machen. Okay. Okay, okay. So langsam weiß ich ganz grob, wie es läuft. So langsam weiß ich, in welche Richtung sich das entwickeln muss. Wir brauchen einfach jetzt erstmal ganz viel Fiber. Ich wüsste mal gerne, wie viel Rüstung das macht. Das kann man bestimmt auch irgendwo unten sehen. Ich brauche wirklich erstmal Rüstung. Und dann brauchen wir auch ganz schnell wieder einen Speer. Guten Morgen. Hoffentlich hast du keine Angst vor Feuer. Guck mal. Hallo. Ich tue dir nichts. Du bist ja eh am Schlafen, ne? Kriegst du gar nicht mit. Nein. Oh shit. Oh shit, die sehen so gefährlich aus, die Dinger. Da würde mich sofort auseinandernehmen. Boah, diese Lecks manchmal zwischendurch. Die sind crazy. Die sind nämlich wirklich crazy. Kommt locker gleich wieder irgendwas. Was? Ich brauche was zu essen. So. Mann, der muss aber auch viel essen. Muss aber auch die ganze Zeit viel essen. Können wir uns jetzt... Wir können uns eine Butz machen. Eine Hose für den IZZ, Freunde. Eine Hose. Endlich mal. Endlich mal ein bisschen Klamotten. Dann wird uns auch wohl nicht mehr so kalt werden, denke ich mal. So. Hose. Schuhe. Was brauchen wir für Schuhe? Protection. Da oben steht es ja. Armor 10. Max Durability 25. Isolation. Insulation. Insulation. Okay. Heatsoft Shoes provide some protection from the heat and the cold. Ja, das macht Sinn. Also schützt also vor Hitze natürlich und vor Kälte. Ist ganz gut. Dafür brauchen wir wieder Fiber und noch ein bisschen Haut. Okay, ich glaube, die Schuhe machen wir erstmal nicht. Denn die Haut brauchen wir wirklich erstmal. Boah, da geht die direkt kaputt, die Torch. Mann, die Torch geht aber auch übertrieben schnell kaputt. Ist ja direkt weg. Wo kommen wir denn jetzt Stein her? Boah, ich habe so Schiss, dass hier gleich wieder was kommt, einfach. Ja, das ist immer ein bisschen eigenartig. Man weiß nie so ganz genau, wo man jetzt Stein bekommt und wo nicht. Da braucht man anscheinend schon so freiliegende Felsen. Ich traue es mich gar nicht auszusprechen, aber so viel Krasses ist hier gerade nicht in der Gegend, ne? Was mich zerstören könnte. Aber sobald ich hier reingehe, kommt doch jetzt eh was. Hab ich ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf. Okay. Hier gibt's wieder was. Und jetzt ist auch gleich die Torch wieder kaputt. Deswegen gehe ich auch direkt hier hin, weil wir hier uns dann direkt wieder Flint und Stein bekommen und uns im Notfall dann direkt wieder eine Torch machen können. Hoffe ich. Hoffe ich. So. Und ich würde sagen, dann sind wir auch schon fast durch. In der nächsten Folge, würde ich sagen, starten wir direkt mal wieder tagsüber rein. Wir haben, glaube ich, noch ein bisschen Zeit, die ja vergehen muss, damit es wieder ein bisschen heller wird. Starten wir morgens direkt, damit es schon wieder ein bisschen... Ah, es wird aber schon heller. Okay, dann ist ja alles ganz gut. Denn hier im Dunkeln, da nochmal hinzugehen, macht mir ehrlich gesagt sogar ein bisschen Schiss. Macht mir ein bisschen Angst.
Ich will da gar nicht hingehen. Ah, die Torch können wir machen. Ich will da nicht wieder zu diesem heftigen Typ hin, der uns dann wieder komplett aus der Welt haut. Da habe ich ehrlich gesagt nicht so Bock drauf. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Take this easy, nehmt das Leben zu ernst. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wir gehen jetzt hier rein und unsere Brüder... Boah, wie dumm ich das hingesetzt habe. So, wir hocken uns jetzt in die Ecke. Pfeifen, damit uns keiner sieht. Was für ein Schwachsinn, Leute. Take this easy, nehmt das Leben zu ernst. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Bis gut und tschüss.